Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog und diese Anmoderation hier gerade ist nicht von dem Tag, von dem der eigentliche Vlog ist, denn die eigentliche Anmoderation ist irgendwie weg. Ich habe die Dateien von der SD-Karte in Schneideprogramm gezogen und die Anmoderation war nicht da. Die habe ich anscheinend auf der Kamera schon irgendwie aus Versehen gelöscht, habe ich gar nicht gemerkt. Aber ja, deshalb jetzt hier diese verspätete Anmoderation. Jedenfalls ist das jetzt auch der erste einigermaßen aktuelle Vlog seit langem mal wieder. War richtig geil und in einer Woche fangen auch schon wieder die Sommerferien an. Da habe ich auf jeden Fall 6 Wochen Ferien, freue ich mich auch schon wieder drauf. Und am Tag, von dem dieser Vlog hier jetzt ist, das war ein Samstag, sind wir zu den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg gefahren. Das ist in Bad Segeberg, gibt so eine große Freilichtbühne, da werden immer im Sommer so Winnetou-Stücke und so vorgeführt. Und da sind wir eben an dem Tag hingefahren und ich wusste gar nicht, dass wir da hinfahren. Also ich habe wirklich so ein paar Minuten, bevor ich die eigentliche Anmoderation gemacht habe, die jetzt eben weg ist, erst erfahren, dass wir da hinfahren. Und hatte eigentlich gedacht, einfach gechillter Tag, gar nichts machen, hatte das noch irgendwie im Hinterkopf, dass es irgendwann mal ist, aber wusste eben gar nicht, dass es an dem Tag ist, war da voll überrascht davon und so. Aber ja, da wo der Vlog jetzt hier gleich weitergeht, habe ich mich gerade umgezogen und wir fahren dann da gleich los und ich würde sagen, ja, los geht's mit dem Vlog. Ich habe mir jetzt einfach mal kurze Hose und T-Shirt angezogen, ich hoffe mal, das reicht, das sollen ja 20 Grad oder so werden. Allerdings hat jetzt gerade eben nur mal kurz geregnet, jetzt gerade wieder die Sonne rausgekommen, man weiß immer nicht so genau. Aber ja, ich glaube, die Fahrt dauert eine knappe Stunde, ich werde einfach Musik hören oder so. Denn eigentlich könnte ich ja dann sogar noch ein Video schneiden auf meinem Laptop, allerdings habe ich noch nicht mal mehr ein Video, was ich schneiden kann, da ich von den Vlogs her jetzt endlich mal aktuell bin. Was jetzt natürlich auch keine große Leistung ist, wenn man 1,5 Monate, nachdem die Ferien vorbei sind, endlich mal mit den Vlogs aus den Ferien fertig ist. Aber wenigstens bin ich jetzt aktuell, kann noch so ein bisschen vloggen und in den Sommerferien geht es dann auf jeden Fall mit coolen Ferienvlogs weiter. Und ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt hier noch mein Handy und los geht's. Wir sind zurück und es ist jetzt einfach schon 7:15 Uhr abends. Das heißt, ja, der Tag ist eigentlich praktisch schon vorbei. Eigentlich dachte ich, dass ich heute eigentlich so gar nichts vorhab. Jetzt hatte ich den ganzen Tag anscheinend doch was vor. Und ich habe jetzt ja so ein paar Aufnahmen gesehen. Allerdings war das, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt war. Ich glaube, es waren relativ wenig Aufnahmen, weil man halt nicht filmen durfte. Deshalb habe ich da nicht so viel gefilmt. Aber ein paar coole Aufnahmen waren ja wenigstens dabei. Und ja, Leute, ich sag irgendwie immer und ja, Leute, oder und ja, oder aber ja, oder sowas, weil ich dann noch irgendwie was sagen will, aber nichts mehr zu sagen habe oder so. Deshalb, ja, keine Ahnung. Okay, Leute, wir haben Pizza bestellt und die ist jetzt gerade angekommen. Ja, sieht man ja. Ist mein Platz mit meiner Pizza und ja, ich esse die jetzt, bevor die kalt wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, denn ich muss sagen, Pizza schmeckt ja immer ganz gut. Ich bin jetzt gerade noch kurz mit dem Hund draußen, wie ihr eben in der Aufnahme schon gesehen habt, ist hier richtig cooler roter Himmel so. Und ich übe gerade mal so ein bisschen hier so durch die Öffentlichkeit zu laufen und zu vloggen. Das wirkt zwar ein bisschen komisch, weil so wahrscheinlich hier von rechts alle gerade aus dem Fenster rausgucken und mich angucken. Aber ich gucke einfach mal hier nur zu euch in die Kamera, achte nicht drauf und ja. Außerdem interessiert es mich auch mal, wie meine Kamera hier vor allem so in der Dämmerung so Lowlight-mäßig unterwegs ist. Und ja. Ich muss es eh vor allem mal üben, weil mich das extrem einschränkt, dass ich einfach, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, überhaupt gar nicht vlogge und dann erst wieder, wenn ich zu Hause. Das ist einfach für die Vlogs übertrieben einschränkend. Weil vielleicht ist das euch zum Beispiel in den Vlogs von den Mai-Ferien aufgefallen, 90% der Aufnahme, wo ich so mit der Kamera rede, sind in meinem Zimmer und das ist einfach ziemlich scheiße und so und deshalb, ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist einfach Gewöhnungssache oder so. Ich versuch's mal. So Leute, ich bin wieder zurück und ich würde sagen, es ist jetzt auch schon 11:30 Uhr. Das war es jetzt eigentlich auch schon fast wieder mit dem Vlog und ich muss sagen, so wie John Olsen das zum Beispiel macht, ist es deutlich besser, dass er einfach sagt, Sonne geht unter, Vlog ist zu Ende. Bei mir im Bier ist es wirklich immer so, ich merke dann so abends um 12 Uhr so, oh, ich muss noch die Abmoderation für den Vlog machen. Und das passiert mir halt wirklich jedes Mal und manchmal vergesse ich es auch komplett und so. Das ist ein bisschen doof, es wäre wirklich besser, wenn ich sagen würde, Sonnenuntergang, Sonne geht unter, Vlog zu Ende. Oft ist bei mir aber einfach so, dass ich sage irgendwie, ja, wenn ich den Vlog jetzt schon beende, ist zu kurz. Und dann sind nach dem Sonnenuntergang noch, vor allem im Winter, wenn um 4, die 5 die Sonne untergeht, da wäre bei mir der Vlog einfach zu kurz oder so. Ja, ich habe hier jetzt gerade schon meine Tastatur und meine Maus noch hingelegt, die ich da normalerweise nicht habe, sondern ich benutze normalerweise die Tastatur, weil die einfach, ja, nicht so cool aussieht. Aber ich
zocke jetzt noch eine Runde mit einem Freund von mir bis keine Ahnung wann. Und ich würde sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr jetzt gerne hier auf diesen schwarz-weißen Affenkopf draufklicken und meinen Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Vlog wieder. Und ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, abonnieren, habe ich schon gesagt. Ciao.